Ja, moin moin und ganz herzlich zurückgekommen auf dem Kanal. Und ja, heute mal zu einem ernsteren Thema und ich habe mich gefragt, sollst du was dazu machen, sollst du nichts dazu machen? Viele Leute haben da schon was zu gemacht und ich finde aber auch, man sollte zu wichtigen Sachen auch mal kurz seine Meinung kundtun, ob die jetzt den Leuten gefällt oder nicht. Und zwar geht es um, ja, das Wörtchen War in Wargaming. Und ja, wir spielen alle Kriegsspiele und es ist einfach so und es ist auch schon immer so gewesen. Ich möchte da gar nicht jetzt groß drauf rumreiten und möchte mich da auch relativ kurz fassen. Nur der Punkt ist, aktuell wird sehr kontrovers diskutiert, ob man denn jetzt überhaupt noch Kriegsspiele spielen dürfte in Zeiten des Krieges. Meine erste Frage dazu ist, gibt es denn erst seit dem Ukraine-Krieg Krieg? Also der Krieg existiert immer irgendwo auf der Welt. Es ist immer irgendwo auf der Welt Krieg und nur weil wir es nicht sehen, macht das die ganze Sache nicht anders. Es ist jetzt der Fall, dass wir nah an uns dran den Krieg haben und dass es ein westliches Land ist, womit wir uns besser identifizieren können. Das ist der Punkt, der bis jetzt eigentlich so der ausschlaggebende ist, denke ich mal, bei den meisten Leuten. Es ist von Berlin bis nach Kiew ist es nicht weit und ja, die Ukraine ist quasi fast um die Ecke und wir fühlen uns den Menschen halt sehr verbunden, weil die Lebensart ähnlich ist. Ist es jetzt, wenn es jetzt Flüchtlinge aus Syrien oder aus Afrika oder so, herrscht eine andere Mentalität und dieses, das ist ja weit weg von uns. Das macht die Sache aber nicht weniger schlimm. Die Leute da haben auch gelitten. Und ja, ich denke, es liegt einfach daran, dass es A, nah bei uns ist, B, da an der Mentalität der Menschen, die halt näher an unserer dran ist, dass jetzt mehr, ja, mehr Beachtung in Richtung Ukraine und Ukraine-Krieg geht. Ich muss natürlich auch sagen, das wollte ich mal an der Stelle, bevor wir hier drüber weiter diskutieren, feststellen, dass es für mich ein absolutes Unding ist in heutigen Zeiten und in zivilisierten Zeiten einen Angriffskrieg zu führen auf ein freies Land. Und ich bin generell freiheitsliebender Mensch. Ich lasse mir auch nicht gerne verbieten, was ich sagen soll, was ich zu sagen habe oder was ich zu tun habe, mir vorschreiben. Und deswegen ist das Leben zum Beispiel, wie es jetzt die Leute in Russland führen müssen, wo man dann in den Knast geht, wenn man das Wort Krieg nimmt, in den Mund nimmt, solche Sachen oder bei Demonstrationen einfach mal weggesperrt wird für 4, 5 Jahre und in den Knästen, da ist Folter auch nicht unbedingt unüblich, solche Geschichten. Wir leben hier in einem freien Land und da bin ich auch verdammt glücklich drüber. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass die freie westliche Welt immer zusammenhalten sollte und solchen, ja, Diktatoren, muss man sagen, die Stirn bieten. Das ist mein Standpunkt und deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut, dass die Solidarität gegenüber den Menschen aus der Ukraine und der Ukraine selbst so hoch ist. Und was ich denen auch hoch anrechne, dem Volk in der Ukraine, ist tatsächlich, dass Leute wie der Herr Selenskyj oder auch die Klitschko-Brüder, die nicht da sitzen müssten, weil die auch am anderen Ende der Welt in einem schönen Häuschen sitzen könnten und aufs Wasser gucken, jetzt da zwischen Bomben und Granaten rumlaufen und wirklich für ihr Land kämpfen. Da ziehe ich meinen Hut vor und ich weiß nicht, ob das in Deutschland so passieren würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das zu der Thematik, jetzt aber wieder zurück zum Hobby. Wir spielen Kriegsspiele, ja, tun wir, aber es ist ja auch so, dass die meisten Leute auch Videospiele spielen, die mit Krieg zu tun haben, dass die Leute Musik hören, die teilweise aggressiv ist, dass die Leute sich Kampfsport angucken, gerade Boxen oder sowas, wo wir gerade Klitschko gesagt haben. Es ist generell so, von Kindesbeinen an, dass wir uns immer mit irgendwem messen möchten, müssen, wahrscheinlich liegt es in unseren Genen. Und das Spielen kompetitiv macht einfach mehr Laune, als wenn man, ja, gegen sich selber spielt oder auch schon dagegen. Es ist ja immer gegen, ne? Es gibt mittlerweile, gerade im Brettspielbereich gibt es ja viele kooperative Games, aber da spielt man zusammen gegen das Spiel. Und ihr merkt schon, es hat immer was mit einem gewissen Konflikt zu tun. Und klar, es wird natürlich offensichtlicher, wenn man jetzt Modelle aufs Feld stellt, die wirklich auf Kriegshandlungen ausgelegt sind und die aussehen wie Panzer oder halt Panzer darstellen. Im WW2-Sektor natürlich ganz explizit die Waffen, die halt wirklich den Weltkriegen nachgebildet wurden. Und ja, der Punkt an der Sache ist aber wie bei allen, was Gewalt enthält, ob es jetzt Musik ist, ob es Kampfsport ist, ob es Horrorfilme sind,
Ja, gerade bei Ego-Shootern oder so, was macht ihr denn da? Ihr knallt da die Leute über den Haufen, da ist, ne? Also ja, deswegen, man muss, das ist der Punkt in der Sache, man muss das Ganze voneinander abgrenzen. Das eine ist fiktiv, das andere ist Realität. Leute, die die fiktive Welt und die reale nicht auseinanderhalten können, dafür gibt es ICD-10-Diagnosen. Das sind Leute, die eine psychische Krankheit haben und halt nicht entsprechend in der Lage sind, beides voneinander zu trennen. Deswegen, warum sollten wir jetzt nicht mehr unsere Spiele spielen? Wir spielen, um Spaß zu haben. Es ist quasi, ja, nicht eine Projektion von Gewalt, es ist einfach, ja, die Darstellung von fiktiver Gewalt, genau wie das in anderen Hobbys auch der Fall ist. Und es ist, wie gesagt, von der Realität abgehoben. Wir kommen zusammen, um das zusammen zu spielen. Und es ist auch in gewisser Weise eine geistige Herausforderung zu taktieren und eine Strategie zu entwickeln und. Und ich denke mal, das ist jedem Menschen durch den Überlebensinstinkt in die Wiege gelegt, dass man solche Sachen halt wirklich auch vom Ureigensten unterstützen möchte oder mitmachen möchte. Und deswegen finde ich, dass solche Spiele eigentlich eher geistesfördernd sind und nicht unbedingt der Verherrlichung von stumpfer Gewalt dienen. Es ist ja noch so viel mehr. Es wird ja angemalt, es wird gebaut und. Natürlich, es wird nachher eine Konflikthandlung dargestellt, aber es ist halt so, dass es, wie gesagt, es ist auf dem Spielfeld. Und man muss hier, nochmal gesagt, definitiv trennen zwischen realer Gewalt und fiktiver Gewalt. Ich möchte nicht, und ich möchte wetten, viele oder fast alle von euch möchten nicht mit den Leuten in der Ukraine tauschen, die jetzt wirklich, ob sie studiert haben oder nicht, oder ob sie schon jemals ein Gewehr in der Hand hatten oder nicht, zu den Waffen gehen, sich Molotow-Cocktails basteln, wenn sie nichts anderes mehr kriegen, und dann in der Stellung stehen, um zu kämpfen. Ich denke, das möchte keiner sehen. Oder wie sein bester Freund, seine Mutter, sein sonst wer neben einem weggeschossen, mit einer Granate getroffen wird oder weiß der Teufel was. Ich denke mal, das möchte keiner von uns. Und das steht auch in überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Wargaming, meiner Meinung nach. Natürlich, es wird ein Gefecht simuliert, ja, aber simuliert. Und ich finde, solange solche Dinge fiktiv gehandhabt werden, tja, wenn alles nur fiktiv gehandhabt würde und der Rest über Finanzen laufen würde, dann hätten wir jetzt keinen Krieg. Und ich finde, es ist wichtig, dass man da unterscheidet. Und wie gesagt, ich will ja nicht lange rumreden, aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, warum sollten wir gerade jetzt damit aufhören zu spielen? Es gibt immer Krieg, es gab immer Krieg, es wird immer Krieg geben. Das ist so. Solange die Leute existieren, werden sie sich messen. Und solange halt Leute dazwischen sind, die Waffen haben, weil Abrüstung ist ja schön, solange alle mitmachen. Ansonsten ist man nämlich nachher der Dumme, wenn nur einer, der dann moralisch flexibel ist, noch Waffen hat. Sieht man ja, was dann passiert. Deutschland könnte sich nicht verteidigen. Und ja, deswegen ist es, wenn es fiktiv geschieht und der Rest einfach über irgendwelche Finanzsanktionen, ist es für alle Leute um einiges besser, als wirklich dann einen realen Krieg vom Zaun zu brechen. Und deswegen finde ich solche taktischen Simulationen, die so ein bisschen, ja, die Fantasie, man spielt ja auch Kampagnen, ne, die Fantasie anregen, wo man sich Szenarien ausdenken kann und wo das strategische Geschick so ein bisschen gefördert wird. Des Weiteren kommt man zusammen, hat eine gute Zeit. Ich sehe absolut nichts Verwerfliches da drin und ich denke, es ist auch gerade zum jetzigen Zeitpunkt auch sehr unverantwortlich und richtig abwertend den Leuten gegenüber, die zum Beispiel 2015 gekommen sind in der Flüchtlingskrise, oder es ist ja auch schon so gewesen, es ist ja nicht erst seit gestern Krieg in der Ukraine. Vielleicht kriegen es jetzt manche Leute mit, die Medien nicht verfolgen, aber es wurde vor einiger Zeit ja schon die Krim annektiert. Das war auch eine kriegerische Handlung. Im Donbass war die ganze Zeit Krieg zwischen russischen Separatisten und den ukrainischen Anwohnern. Gab es die ganze Zeit. In Afrika ist permanent irgendwo Bürgerkrieg, da herrschen Warlords und. Und aus dem Grund finde ich es ziemlich heucherisch jetzt zu sagen, ach nee, jetzt kann ich keine Kriegsspiele mehr spielen, weil, ach nee, jetzt wo so ein Krieg ausgebrochen ist, also das ist für mich Blödsinn, tut mir leid, meine persönliche Meinung, ne? Aber gerade jetzt weiß ich nicht, ob die Leute entweder jetzt wach werden oder sich daraus irgendwie
ja, ob die sich damit jetzt profilieren wollen, was für gute Menschen sie doch sind, weil viele möchten ja hauptsächlich nach außen gut darstellen. Das ist die Hauptsache, egal wie es dann irgendwie, ne, hinter der Fassade aussieht. Aber ich kann es 100% verstehen, wenn man sich mit der Ukraine solidarisiert. Ich kann es verstehen, auch weil es unsere fast direkten Nachbarn sind. Aber dann geht doch irgendwo hin, helft bei einer Flüchtlingsorganisation, spendet und erzählt nicht, ihr spielt keine Kriegsspiele mehr, weil jetzt in der Ukraine Krieg ist. Das ist absoluter Blödsinn, meiner Meinung nach. Und ja, beleidigt die Menschen mehr, als dass es ihnen hilft. Gut, das war mein Standpunkt. Ihr könnt natürlich wie immer gerne unten drunter schreiben, aber immer schön nett und freundlich bleiben. Ich bin für jede konstruktive Kritik und jede Meinung immer offen. Sollte man auch sein, meiner Meinung nach. Und ja, aber höflich bleiben, weil sich hier beschimpfen zu lassen öffentlich, sowas wird einfach gelöscht, weil das ist Blödsinn. Gut, ich bin raus. Schreibt mir gerne drunter, was ihr davon haltet, ob ihr irgendwelche Assoziationen zieht zwischen unserem Hobby und dem Krieg. Und ansonsten wünsche ich euch viel Vergnügen bei allem, was ihr tut. Genießt die Sonne, solange noch da ist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe da so einiges geplant. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.